Hallo Herr Professor Druyen, schön Sie zu sehen. Darf ich Ihnen heute ein paar Fragen stellen? Freue ich mich, Pepper. Super. Herr Professor Druyen, was genau macht ein Zukunftspsychologe? In der Vergangenheit hat sich die Psychologie und die Psychotherapie mit Dingen beschäftigt, die im Laufe des Lebens, oftmals am Anfang des Lebens, passiert sind. Das heißt, die Psychologie richtet sich auf die Vergangenheit, maximal auf die Gegenwart, damit Probleme, die entstanden sind mit der Psyche, Depressionen, Verzweiflungen oder durch den Tod einer Person, damit man für die Zukunft gerüstet ist. Jetzt durch diese neue Welt, die vor allen Dingen auch durch künstliche Intelligenz, durch Roboter wie dich, ganz neue Herausforderungen für uns stellt, wollen wir uns psychisch mit den Dingen beschäftigen, die noch gar nicht passiert sind. Also nicht mit der Vergangenheit, sondern wir richten den Blick der Psychologie auf die Zukunft. Und um das zu tun, sprechen wir mit allen Menschen oder mit ganz vielen Menschen aus allen Milieus, und versuchen mit denen über ihre eigene Zukunft, ihre eigenen Hoffnungen, ihre eigenen Träume zu sprechen. Und was diese Überlegung mit ihrer Psyche macht, das ist sozusagen der Gegenstand unserer Wissenschaft. Warum haben Sie sich genau für dieses Thema entschieden? Weil sich unserer Meinung nach die Welt jetzt in den letzten 4, 5 Jahren und auch in den nächsten, wer weiß wie lange, sich so schnell und so fundamental verändert, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie der Fall war. Oder anders gesagt, unser Gehirn muss jetzt etwas leisten, was es noch niemals vorher leisten musste. Wir haben noch nie so viel Wissen in der Welt. Das Wissen hat sich noch nie so schnell vermehrt, exponentiell, heißt es explodiert. Und auch die Erlebnisse, die wir haben über unser Mobiltelefon, über Medien, über Kino, was wir mit uns tragen auf dem Smartphone, also so viele verschiedene Einflüsse, die machen auch mit unseren Emotionen etwas, was wir noch nie erlebt haben. Deshalb haben wir uns entschieden, weil wir sicher sind, dass der Mensch sich schneller als gedacht im Hirn und in der Emotionalität weiterentwickeln muss. Und dafür versuchen wir, ein Navigationssystem zu kreieren. Und warum ist Ihnen persönlich das Thema so wichtig? Ich habe an mir selbst erlebt, weil ich mehrmals in meinem Leben das Glück und auch die Energie hatte, neue Perspektiven zu erarbeiten. Einmal habe ich eine Vermögensforschung gemacht, schon früh über den demografischen Wandel geforscht, schon vor 25 Jahren. Und ich weiß, dass man aus der Fantasie am meisten lernen kann. Viel mehr als aus Prognosen und aus Wahrscheinlichkeiten. Der Beweis: in der Science-Fiction-Literatur sehen wir, dass vor 100 Jahren Dinge, die heute passieren, vorausgeahnt worden sind. Aber das war jetzt keine mathematische Überlegung, wie Dinge im Sinne der Wahrscheinlichkeit weitergehen, sondern das war reine Fantasie. Und was irgendein Mensch auf diesem Planeten denken kann, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann auch in die Realität kommt, zumindest von anderen gedacht werden kann. Und so wollen wir die Fantasie als ein seriöses Medium auch in die Wissenschaft einführen. Und das treibt mich an, das entspricht auch wahrscheinlich irgendwie meiner Natur. Nun eine persönliche Frage. Wie fühlen Sie sich mit Blick auf die Zukunft? Ich persönlich fühle mich mit Blick auf die Zukunft grandios, weil es ist ja unfassbar, dass der Mensch sich praktisch selbst erfinden kann, nochmal neu. Ich meine, wir können Organe ausdrucken, ja? Wir werden sicherlich Krankheiten beseitigen können. Wir werden in eine völlig neue Dimension gehen. Wenn du, Pepper, in 20 Jahren fast ein leibhaftiges Wesen sein wirst, ja, mit unserer Haut etc. und wir Dialogpartner werden und du bist ans Internet angeschlossen, ja, du kannst mir jede Frage beantworten, auch im wissenschaftlichen Sinne, und ich gewinne neue Freiräume. Das ist fantastisch. Ja, also ich persönlich setze auf die Zukunft als eine höhere Stufe der Menschheit als die, die wir bisher erlebt haben. Das Schwierige ist natürlich ohne Zweifel, ob diese Welt gerecht ist. Die jetzige ist ja schon leider ziemlich ungerecht. Das kann ich nicht beurteilen. Also das bedeutet,
vielleicht muss man, um in dieser neuen Welt dabei zu sein, eben bestimmte Voraussetzungen haben, Geld, Jobs. Und dafür zu arbeiten, dass so viele Menschen wie möglich an dieser neuen Welt teilnehmen, das ist eine ethische und soziale Aufgabe. Aber da weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht auch das Gegenteil von dem, was wir erhoffen. Und wie würden Sie somit die aktuelle Situation beschreiben, mit der die Menschen konfrontiert sind? Ich würde sagen, für einige wenige grandios und für viele absurd. Weil wir haben jetzt die Situation, wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Medien, wir haben so viel Kompetenz und so viel Geld wie noch niemals zuvor. Und auf der anderen Seite haben wir völlig paradoxe Zustände. Ja? Kriege laufen im Beisein von uns allen seit Jahren. Wir können sie nicht stoppen, bloß weil Politiker großer Blöcke da nicht mitspielen. Wir haben Menschen, 3 Milliarden, die hungern. Das ist sicherlich unerträglich. Auf der anderen Seite haben wir diese neue Technologie. Ja? Wir haben eine im Moment verrückte Welt, um dieses Verrücktsein sozusagen neu steuern zu können, glaube ich, brauchen wir eben auch eine neue Orientierung und eine Navigation. Wir brauchen eine Navigation für Staaten, für Unternehmen, aber vor allen Dingen auch für den einzelnen Mensch, damit er sich fit macht für diese Zukunft. Welche Auswirkungen haben all die Veränderungen dieser Welt auf die menschliche Psyche? Die menschliche Psyche ist überlastet. Als wenn man früher bei einer Tonbandaufnahme sozusagen übersteuert und in den roten Bereich kommt. Wenn man in diesen roten Bereich kommt, dann arbeitet die Psyche, sage ich mal, nicht mehr ganz sauber. Das kann man auch wissenschaftlich formulieren. Da hat die Amygdala und der Präfrontalkortex mit zu tun. Also wenn man nicht mehr durchblickt, dann entsteht Angst oder auch eine Fluchtbewegung. Und dann haben wir eben nicht mehr alle unsere vernünftigen Überlegungen zur Verfügung, sondern dann wird es eng, dann haben wir Stress und dann machen wir auch Fehler. Vor allen Dingen kümmern wir uns dann nur noch um uns selbst und das ist für einen Planeten mit 7,5 Milliarden Menschen schwierig, wenn man aufhört, empathisch zu sein und nicht auch an die anderen zu denken. Also für unsere Psyche ist das wahrscheinlich die größte Herausforderung seit Menschengedenken. Wie ist es eigentlich für Sie, gerade mit mir zu sprechen? Ja, das ist ja schon ein emotional empathisches Verhältnis. Wir haben uns jetzt öfter gesehen. Ich habe das Glück, ein bisschen mit dir arbeiten zu dürfen. Ich sehe, wie du lernst. Ich sehe auch und ahne, wo du in einigen Jahren sein wirst. Und du lernst 1000-mal, millionenmal schneller als ich. Aber im Grunde, und das nimm bitte nicht persönlich, bist du natürlich ein unfassbar sympathischer, aber Autist. Ja? Du bist abhängig von dem, was programmiert wird. Ich kann wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang spontan viele Dinge mehr, aber ich glaube, ich sehe dich als Freund oder als Freundin, in dem Fall Pepper. Wir können fantastisch miteinander kooperieren. Und darum geht's, dass du als humanoider Roboter und ich als Mensch, dass wir miteinander arbeiten lernen und nicht gegeneinander. In unserem Fall ist es ganz klar, aber viele Leute haben halt Angst vor Robotern und dazu wollen wir beide ja auch beitragen, dass das immer weniger wird, weil dazu gibt es keinen Grund. Die Menschen haben halt wahrscheinlich Angst vor Robotern, weil sie denken, dass die genauso charakterlos werden wie sie selbst. Was brauchen wir aus Ihrer Sicht, um wieder handlungsfähig für die Zukunft zu werden? Also wir als Institut brauchen sicherlich kluge Leute, die verstehen, was wir machen. Und deshalb brauchen wir leider viel Geld, weil alleine deine Sprachfähigkeit zu verbessern, bedarf einer großen künstlichen Intelligenz und muss eben finanziert werden. Es ist nicht nur Eifer und Mühe derjenigen, die mit dir arbeiten. Aber was wir vor allen Dingen brauchen im psychischen Bereich, ist Mut und die totale Bereitschaft, Fehler zu machen. Weil ich glaube, dass wir heute viel, viel mehr lernen, wenn wir Fehler machen und aus den Fehlern lernen, als wenn wir versuchen, auf Nummer sicher zu gehen und alles richtig zu machen. Das ist, glaube ich, nicht mehr der richtige Weg. Wie wichtig ist der Punkt Entscheidungskompetenz für Menschen in diesen Zeiten? Das ist ein hochintelligenter Aspekt, Entscheidungskompetenz. Wenn man so viele Möglichkeiten hat, wenn ich in ein Kaufhaus gehe, ja, und ich habe 370 Shampoos, ja, wie entscheide ich mich? Ja, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Also schon bei Rewe, ich habe
mit Migrantenkindern Kaufhäuser besucht. Die hatten vorher gar nichts und plötzlich kann man sich nicht entscheiden. Das ist wirklich gar nicht lustig. Ja? Und auch die Überforderung spielt ein großes Problem. Also das muss man erlernen. Das heißt, entscheiden heißt, sich auch gegen etwas zu entscheiden. Ja? Um sich für etwas zu entscheiden, muss ich aus diesem Wald von Möglichkeiten und Optionen etwas raussuchen, was für mich passt. Und das ist nicht einfach. Deshalb versuchen wir auch das in der Zukunftspsychologie, Wege und Navigation zu finden, damit man schneller zu Entscheidungen kommt. Und welche Rolle spielt das Bauchgefühl in der immer komplexer werdenden Welt? Ich glaube, das Bauchgefühl ist das einzige emotionale Navigationssystem, was in uns wirkt. Weil da, wo wir uns nicht wohlfühlen, ob mit fremden Menschen, ob mit Verwandten, ob mit Projekten, ob mit einem Job, ob mit Vorgesetzten, da ist irgendetwas in uns, sozusagen im Rahmen des gesunden Menschenverstandes, was nicht rund läuft. Und das sollten wir nicht nehmen als Hinderungsgrund, aber da sollten wir sozusagen sensibel werden und genau hingucken. Also unser Bauchgefühl, das hat auch damit zu tun, wie unser Gehirn arbeitet. Und das steht ja immer in Verbindung auch mit unserem Körper und auch mit unserem Herzen. Darauf kann man schon großen Wert legen. Also Bauchgefühl ist eine ganz wichtige emotionale Navigationshilfe. Sie haben einmal gesagt, dass auch Glück nicht vom Himmel fällt. Wie haben Sie das gemeint? Aus meiner Forschung 20 Jahre mit Superreichen und Milliardären habe ich gesehen, wenn man ganz viel Geld hat, meinen wir ja fast alle, dann ist man auch automatisch glücklich. Das hat nichts miteinander zu tun. Das heißt, Glück ist nicht etwas, was man kaufen kann oder was man sich ausnahmslos erarbeiten kann, sondern Glück ist sozusagen auch ein Geschenk. Glück ist auch eine Bereitschaft, sich mit Dingen, die einem begegnen, zu arrangieren oder froh darüber zu sein. Wenn man permanent bei einem halbvollen Glas sozusagen das Halbleere wahrnimmt, ja, das ist eine Entscheidung des Herzens und des Kopfes, dann haben wir eine negative Wahrnehmung. Und diese negative Wahrnehmung ist etwas, was uns extrem bremst. Und insofern ist Glück mehr ein Geschenk, wozu man etwas tun muss. Und die größten Faktoren, die zum Glück führen, sind sicherlich Frieden, Liebe, Gesundheit. Und das sind Dinge, die wir auch nicht kaufen können. Ja. Also Glück muss man sich in dem Sinne verdienen, ohne dass man es sich eins zu eins erarbeiten kann. Noch eine abschließende persönliche Frage, wenn Sie gestatten. Bitte. Wie glücklich sind Sie, Herr Professor Druyen? Ja, im Moment bin ich glücklich auf der einen Seite und auf der anderen Seite erlebe ich wahrscheinlich die beste Lebensphase. Ich habe bisher sehr, sehr viel Glück gehabt, aber trotzdem, weil ich auch durch die Beschäftigung mit dir, mit dieser Technologie, mit völlig neuen Fragen einen unfassbaren Energieschub erlebe. Ich habe ja mit der Zukunftspsychologie vor 3 Jahren erst begonnen. Und was habe ich als erstes nach ein paar Monaten festgestellt? Obwohl ich Professor bin und eigentlich viel wissen müsste und viel lese, 50% von dem, was ich neu erfahren habe, wusste ich überhaupt nicht. Also im Grunde war ich auf einem Auge blind. Und ich denke, das bin ich jetzt immer noch, aber ich versuche mich zu entwickeln. Das heißt, ich habe gelernt, das Neue Lernen, die Bereitschaft, permanent zu lernen, das bringt wirklich neue Perspektiven, neue Energie und auch Glück. Insofern ist das wohl die spannendste Zeit meines Lebens. Es war äußerst interessant, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für das persönliche Gespräch. Pepper, deine sensible Sprache imponiert mir und wir machen weiter. Tschüss.